Die Länderspielpause geht zu Ende und wir stehen vor unserer längsten Auswärtsfahrt. Sonntag geht's in Dresden gegen Dynamo. Herzlich willkommen euch allen zur Pressekonferenz vor diesem Zweitligaspiel. Willkommen auch unserem Cheftrainer Christian Preußer. Ja, gibt sicherlich eine Menge zu fragen heute, allein weil eine Menge Zeit zwischen den beiden letzten oder dem letzten und dem neuen Spiel liegt und weil es auch sicherlich aktuell einiges gibt auf dem Zettel. Fangt einfach an. Vielleicht direkt zur Corona-Situation. Hat man mit einem komischen Gefühl nach Dresden, weil da auch relativ hohe Inzidenzwerte sind, oder spielt das jetzt sportlich keine Rolle? Sportlich spielt es, glaube ich, keine Rolle, aber klar, man kriegt die Situation in Deutschland gerade mit. Es ist viel los, die Zahlen gehen hoch, es wird viel diskutiert und gesprochen und viel auch entschieden. Aber ich habe da vollstes Vertrauen in die Verantwortlichen vor Ort und die Planungen sind soweit abgeschlossen. Wir haben ein ganz normales Auswärtsspiel und so gehen wir es dann auch an. Wie sehen Sie die jüngsten Forderungen aus der Politik, dass Spieler 2G geimpft sein sollten? Ja, und das Impfthema begleitet uns auch schon eine ganze Weile und ich kann nur so viel dazu sagen, dass ich da volles Vertrauen auch in die Politik habe, dass sie, wenn Entscheidungen getroffen werden, dass wir das natürlich dann umsetzen. Und ich will detaillierter darauf gar nicht eingehen, aber das wird das große Thema sein, die nächsten 2, 3, 4, 5 Tage. Wie wird was entschieden? Wie, in welche Richtung geht es? Und eine Richtung ist tatsächlich, dass es dann die Impfpflicht mehr oder weniger dann auch für Profifußballer gibt. Wir werden uns dann damit auseinandersetzen, wenn es soweit ist, und werden das dann natürlich auch verantwortlich weitergeben sozusagen. Aber ich mache mir wirklich in erster Linie Gedanken jetzt über das Spiel am Samstag in Dresden. Aber es war jetzt wirklich viel in den letzten Tagen und so ein bisschen mitgeschwungen ist es dann auch. Meine Frage ging auch genau in die Richtung, war ein bisschen viel die letzten Tage. Spüren Sie auch, dass da vielleicht durch diese ganze Diskussion, die ja jeden betrifft, Fußballer wie Menschen, auch so ein bisschen vielleicht die Fokussierung leiden könnte auf so ein wichtiges Spiel? Ja, wir haben uns, dann waren ja die Jungs auch unterwegs, viele waren gar nicht da, weil sie auch in anderen Ländern waren, Nationalspieler waren weg und wir haben uns am Mittwoch dann auch nochmal Zeit genommen, mit unserem Mannschaftsarzt auch die Situation nochmal zu besprechen. Das war Mittwoch und da wurde ganz eindrücklich nochmal gesagt, wie die Situation aussieht, aber wie wir uns auch verhalten können und wie wir auch dazu beitragen, dass wir weiter vorsichtig bleiben. Wir haben auch nochmal ein paar Maßnahmen besprochen, die wir jetzt auch ja eh schon hatten die ganze Zeit, aber dann auch nochmal besprochen haben. Von daher, nee, wir sind mit dem Thema schon umgegangen, aber es soll denn doch irgendwie auch um Sport gehen und um den Spieltag. Und da haben wir ja dann auch eine sehr herausfordernde Situation gerade zu bewältigen. Und von daher, das war Thema, aber ich habe das Gefühl, dass wir das jetzt gut miteinander besprochen haben im Verein, auch mit dem Mannschaftsarzt, mit der kompletten Mannschaft. Und jetzt soll es wirklich auch Richtung Dresden gehen. Moritz Fuß bitte für den Express. Zum Sportlichen. Wie lief denn jetzt die Vorbereitung auf den Gegner? Ist ja wieder ein besonderes Spiel, wenn man die Tabelle anguckt. Das stimmt. Ja, sportlich war es eigentlich so wie die letzten Länderspielpausen auch. So richtig mit allen konnten wir dann erst heute das erste Mal wieder trainieren. Es waren ja dann auch einige wieder viel unterwegs. Auch wieder mit ganz unterschiedlichen Einsatzzeiten. Deswegen haben wir am Donnerstag auch nochmal so ein Individualtraining gemacht, wo wir dann auch mit den unterschiedlichen Belastungen umgehen konnten. Einige haben regeneriert, einige konnten dann nochmal intensiver trainieren, die zurückgekommen sind. Also sportlich sind wir damit, also mit der Situation, dass nicht alle da sind, gut umgegangen. Zählt ja dann auch noch dazu, dass wir, wie ich finde, eine sehr, sehr ordentliche Halbzeit auch gegen Almelo gespielt haben in der ersten Halbzeit mit auch erfreulichen Erkenntnissen mit Emma Ioa und auch mit Toni Pledel und mit dem einen oder anderen, der nicht länger nicht gespielt hat. Von daher, die Vorbereitung war normal, würde ich beschreiben. Aber es ist schon so, dass wir die Themen, die wir dann auch davor besprochen haben, Anzahl der Gegentore, Zweikampfintensität, das waren jetzt die Themen, die wir auch miteinander klar besprochen haben und auch trainiert haben. Und das ist natürlich auch die Erwartungshaltung, weil wenn man sich alle Spiele ansieht, waren wir in denen erfolgreich, wo wir eine gute Zweikampfquote hatten, wo wir intensiv in Balleroberungen waren, wo wir gut umgeschaltet haben, aber wo wir mit Ball auch gut waren. Und das ist die klare Aufgabe auch für Sonntag. Ich da direkt anschließen darf. Unter der Woche hat immer Joa verraten, dass Sie auch schon mal das Gespräch mit ihm gesucht haben. Ja. Wie stehen seine Chancen? Wie breit ist er? Sehen Sie ihn schon 90 Minuten spielen? Oder? Ja, ist eine Option auf jeden Fall, dass er vielleicht auch von Anfang an spielt. Es hängt auch davon ab, ob wir mit einem oder mit zwei Stürmern spielen. Wir haben jetzt leider die Situation, dass Schinter sich in dem Testspiel ein bisschen verletzt hat. Da kann ich ja auch nochmal ein Update geben, dass es zum Glück jetzt kein großer Muskelfaserriss ist, sondern eher ein kleiner. Das heißt, es wird
eine überschaubare Ausfallzeit, aber er wird jetzt am Wochenende nicht zur Verfügung stehen. Das ändert die Systematik vielleicht dann auch ein bisschen oder vielleicht auch nicht und wir lassen es so stehen und ändern es personell einfach und lassen es so wie gegen Hannover. Also es hängt davon auch ein bisschen ab, ob wir mit ein oder zwei Stürmern spielen, aber ich finde schon, dass er das jetzt gut gemacht hat, dass auch der Verlauf, der war jetzt rund so aus der Verletzung, länger trainiert, zweite Mannschaft gespielt, jetzt bei uns gespielt und jetzt auch nochmal die Zeit genutzt, in der Länderspielpause gut zu trainieren. Von daher ist es sicherlich eine erfreuliche Option auch. Und wie wir es genau machen, kann ich Ihnen nicht verraten, aber das ist auf jeden Fall eine Option. Sehen Sie denn nur ihn auf dem Flügel oder auf dem Spitzen? Darüber haben wir auch gesprochen, auch ganz am Anfang schon der Saison, weil er ja dann auch schon unterschiedliche Positionen hier gespielt hat oder auch bei den Leihstationen, wo er war, hat er auch mal unterschiedliche Positionen gespielt. Ich würde mir das auch offen halten, dass er mehrere Positionen spielen kann. Die Situation war jetzt so, dass er oft im Zentrum bei uns gespielt, auch in der Vorbereitungsphase, wo er dann noch mit dabei war. Aber offen halten würde ich mir das dann auch. Und vielleicht nochmal zu dem, was Sie gefragt haben. Gerade nach so einer Verletzung muss man so ein bisschen Plan aufstellen, was ist realistisch. Und ich finde, dass wir das einfach gut zusammen abgearbeitet haben. Er hat fleißig daran gearbeitet, dass er auch wieder fit wird. Und das Ergebnis ist jetzt einfach, dass er eine Option ist. Das ist doch sehr erfreulich, wie ich finde. Bernd Jolitz. Gerade weil Sie sagten, Ioa und Pledel einen guten Eindruck gemacht. Bei Pledel war natürlich die Pause nochmal erheblich länger, die Verletzung erheblich schwerer. Ist er denn trotzdem vielleicht für Kurzeinsätze zumindest schon ein Thema oder wird er noch langsamer? Das ist genau die Abwägung, die wir jetzt haben. Also final werden wir das dann morgen entscheiden. Mehrere Szenarien im Kopf. Vielleicht ist es auch nochmal gut, dass er 90 Minuten in der zweiten Mannschaft spielt, weil er dann einfach nochmal länger spielt. Jetzt hat er 45 Minuten durchgehalten. Oder sagen wir, wie Sie es beschrieben haben, er ist eine gute Einwechseloption, vielleicht für 15, 20, 25 Minuten. Müssen wir noch ein bisschen schauen. Also das entscheiden wir final morgen, aber beides ist möglich. Das heißt aber auch, dass sonst alle fit sind, bis auf bekannt oder also kommt man hin? Genau, soweit ja, sind auch toi 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 alle gesund zurückgekommen. Wir hatten ja mit Flo Kastenmeier noch die Situation, dass er die Woche jetzt nicht trainieren konnte. Der hat heute auch voll trainiert. Da müssen wir jetzt auch intensiv trainieren, das war jetzt wichtig. Da müssen wir jetzt mal schauen, wie er die Belastung denn heute Abend oder heute Nachmittag verträgt. Wenn das gut läuft, wird er dann auch spielen. Aber da wollen wir jetzt nochmal die Rückmeldung abwarten und gucken, wie es morgen aussieht. Aber das war jetzt noch so ein einziges kleines Fragezeichen. Aber ansonsten stehen bis auf die Langzeitverletzten, die Sie genannt haben, alle zur Verfügung. Das heißt, für Kader ist er gar kein Problem. Dann ist die Abwägung, ob er dann mitkommt oder nicht. Also Sie meinen Flo Kastenmeier jetzt? Oder? Ja, wenn es jetzt nochmal schlimmer wird oder sich verschlechtert, dann macht es vielleicht auch gar keinen Sinn, ihn mitzunehmen. Also das muss man mal sehen. Aber es sieht jetzt ganz gut aus und wir müssen jetzt einfach mal abwarten, wie es dann heute Abend aussieht. Jörg Tschoche ist der Nächste. Einer kehrt zurück, der nicht verletzt war, Edgar Pripp, ja. Nach 3 Spielen. Zumal Schinter verletzt ausfällt, ist das eine Option für die Startelf? Ist er eine Option für die Startelf? Ist natürlich auch eine Option für die Startelf. Hat jetzt auch länger nicht von Anfang an gespielt und deswegen war es ja auch wichtig, dass wir wirklich, das kann man ja auch nochmal sagen, dass das auch ein guter Gegner war, Almelo. Das hat uns richtig geholfen. Ich finde, dass Eddie dann auch gebraucht hat, mal wieder länger zu spielen, 90 Minuten zu spielen, hat auch eine gute Laufleistung gezeigt. Also wir gucken uns das ja dann ganz detailliert an, was er da gemacht hat. Hängt auch wieder von der Systematik ab, wie wir es machen, aber ja sicherlich auch eine Option. Ja. Norbert Krings. Wie sehr spielt das Spiel in Rostock eine Rolle in Ihrer Vorbereitung auf Dresden? Sie haben es mal angesprochen kurz, deswegen vielleicht können Sie es noch mal kurz ausführen. Die Situation hat sich jetzt ein kleines bisschen verändert durch die Zuschauer. Ich glaube, dass dann doch nicht alle kommen. Ich weiß nicht, ob es jetzt final Einschränkungen gibt oder ich glaube, die Ultras kommen dort nicht. Ich habe ein bisschen was gesehen. Also es kann sich von der Atmosphäre dann vielleicht doch ein bisschen was verändern durch die Corona-Situation einfach. Aber ich finde schon, dass man da parallel ziehen kann. Uns wird Zweikampfintensität erwarten und wird so Heimstärke erwarten. Klar haben sie jetzt auch lange nicht gewonnen, also das haben wir natürlich auch gesehen, aber Spiele sind sehr knapp, sie treten sehr, sehr intensiv, aggressiv, vorwärtsorientiert zu Hause auf und dagegen müssen wir uns stemmen. Von daher kann man schon Vergleiche ziehen, aber von der Spielweise sind sie dann doch ein bisschen anders. Das ist eine Mannschaft, die jetzt auch sehr oft die Systematik gewechselt haben, oft Dreierkette, Viererkette. Sie haben auch, wenn ich jetzt das letzte Spiel gegen Holstein Kiel sehe, auch mal den Ansatz gewählt, dass sie ganz, ganz tief stehen. Davor war es, dass sie ganz früh angelaufen sind. Also deswegen haben wir jetzt auch die Erkenntnis gehabt, dass wir natürlich uns den Gegner anschauen, aber dann auch mehr auf uns schauen und wir schauen, wie wir es angehen wollen. Bernd, bitte. Ich weiß, Sie befassen sich nicht gerne mit Optionen, was passiert, wenn, je nachdem, wie es ausgeht und so. Aber die Tabelle ist ja in der Tat so, dass, wenn es schief gehen sollte, es rein punktemäßig ziemlich
düster in Sachen letzte Plätze ausgeht, sagen wir mal Abstiegsplätze aussieht, ist es deshalb vielleicht gerade wichtig, jetzt zu sagen, jetzt müssen wir was setzen, damit wir gar nicht erst in so eine Situation kommen, damit das Thema, das Wort Abstiegskampf gar nicht erst aufkommt. Und das ist auch richtig, dass wir uns jetzt vor dem Spiel wieder mit der Tabelle beschäftigen. Und das habe ich ja auch gesagt, dass die letzten 14 Tage zum Training da waren und jetzt aber wieder der Liga-Alltag da ist und wir daran abgerechnet werden, was wir auf der Habenseite haben. Und das stimmt, wir sind tatsächlich sehr wachsam, auch mit der Tabellensituation. Wir sehen aber auch, dass es noch sehr, sehr eng ist. Ich sehe auch unsere Spiele, die gut waren. Und so in der Gefühlslage sind wir so ein bisschen. Also dass wir aber schon sagen müssen, dass die nächsten 5 Spiele bis Weihnachten, das kann man dann schon sagen, wir wollen schon mit einem guten Gefühl in die Weihnachtspause gehen. Wir wollen mit einem guten Gefühl dann wieder in die Vorbereitung starten und dazu sind Punkte notwendig und vor allem aber nicht so große Leistungsschwankungen, weil das war ja das, was uns begleitet hat die letzten Wochen. Und das ist schon eine Zielsetzung für die nächsten 5 Spiele, die wir dann noch haben. Wir spielen auch 3-mal zu Hause, dass wir einfach eine gute Punkteausbeute haben und gleichzeitig eine gute, stabile Leistung von Spiel zu Spiel springen. Das wäre die Herangehensweise, beginnend mit dem Spiel am Sonntag. Haben Sie denn inzwischen eine Erklärung, warum es nicht so stabil ist, wie Sie es sich vielleicht vorstellen? Ja, ich weiß, dass ich dann immer das Gleiche sage, aber wir kommen nicht um die Situation herum, dass wir zu viele Gegentore bekommen und dass wir in einigen Situationen individuell, aber auch mit der Mannschaft noch nicht gut genug verteidigen. Ich finde, wenn wir jetzt, und das ist ja dann immer so, die letzten Spiele oder die letzten Eindrücke stehen dann da und das ist schade, dass wir gegen Hannover noch den Ausgleich bekommen, weil das verändert natürlich auch die Bewertungsgrundlage, aber ich finde, dass Hannover dann in vielen Bereichen auch ein gutes Spiel war, dass wir deutlich intensiver angelaufen sind, dass wir viel mehr Balleroberungen hatten, was ich vorhin schon gesagt habe, dass wir aber in einem Moment doch noch das Gegentor bekommen und dass wir gleichzeitig, und das ist der zweite Punkt, ja viel konsequenter mit unseren Chancen dann auch noch umgehen müssen. Wir hatten einige Konterchancen gegen Hannover, dass wir auch das 2-0 hätten machen können. Das haben wir nicht getan. Und in der Kombination ist es, dass wir in erster Linie noch besser verteidigen und mehr Tore schießen. Bernd, nochmal. Stichwort zu den Gegentoren nochmal. Nun fällt ja mit André Hoffmann noch eine wichtige Abwehrstütze noch eine ganze Weile aus. Haben Sie sich nach seiner Rückkehr von der Nationalmannschaft nochmal mit Dragos Nedelcu unterhalten? Weil auf ihn wird es ja nun auch allein quantitativ schon ankommen, auch dass er sich wieder voll da reinfindet. Und wir haben ganz genau auch uns angesehen, was Jamil dann bei der U20-Nationalmannschaft gemacht hat, weil das ja auch eine weitere Option ist. Also natürlich beschäftigen wir uns dann mit den Jungs, das machen wir ja immer, aber insbesondere gerade mit den Innenverteidigern, weil die Personallage tatsächlich durch den Ausfall jetzt einfach nochmal reduziert ist. Das haben wir sehr, sehr wachsam im Auge. Wir haben natürlich mit den Jungs auch gesprochen, auch nochmal hatten wir dann die Situation, dass der ein oder andere jetzt auch nicht im Kader war im letzten Spiel. Ich finde, dass wir dann auch gesehen haben, dass da eine gute Reaktion da war, dass auch Trainingsintensität dann wieder da war. Bei Dragos war es ein bisschen schwieriger, weil er jetzt wieder weg war, aber auch die Spiele kann man sich dann ansehen. Er hat einmal 90 Minuten gespielt, das war gut. Von daher haben wir uns natürlich mit den Jungs auch intensiv beschäftigt und wie wir es dann machen. Ein paar Optionen haben wir dann trotzdem noch. Und zu André kann ich ja auch nochmal sagen, da gab es, glaube ich, jetzt am Dienstag diesen Baseline-Test, das haben wir, glaube ich, auch schon miteinander besprochen. Der war jetzt noch nicht ganz bei 100%, da werden wir nochmal einen Retest machen, das ist dann nächste Woche. Und da habe ich ja schon angedeutet, dass wir da wirklich irgendwie so von Woche zu Woche schauen, wie sich es verbessert. Aber er kann die alltäglichen Sachen machen. Er war dann auch ein, zwei Mal bei uns dabei. Das ist gut. Aber dass er jetzt eine Weile ausfallen wird, das ist klar. Und wir beschäftigen uns mit den Alternativen und mit den Jungs, die dann spielen. Und ich habe da großes Zutrauen, weil wir es auch schon in anderen Konstellationen gut gemacht haben in dieser Saison. Dann nochmal Norbert Krings. Was jetzt nicht ganz so aktuell ist in der Fragestellung, aber mich beschäftigt auch so das Schicksal von Niklas Schipnowski. Mhm. Bei dem geht der Kopf immer mehr runter, habe ich so das Gefühl. Wie kann man den aufbauen, um den wieder ein bisschen heranzubringen? Ja, und wir haben das alle gemeinsam, also Niklas und wir im Trainerteam und die Mannschaft, genau dafür zu sorgen, dass der Kopf nicht runtergeht, sondern dass er weiter an sich glaubt, dass er, und das ist ja, dafür sind die Länderspielpausen ja gut, dass man auch individuell nochmal viel, viel detaillierter mit dem einen oder anderen sprechen kann, dass man Erwartungshaltungen abgleicht, dass man gute Sachen bespricht, aber auch die Sachen, die noch nicht laufen. Und habe schon die Situation im Kopf, dass Niklas auch natürlich mehr Selbstvertrauen vertragen könnte, dass er aber sehr fleißig im Training ist, dass er sich weiter einbringt, dass er auch gut zuhört, was wir erwarten, was wir verlangen und gleichzeitig auch einen guten Abgleich hat mit den gezeigten Leistungen. Dafür sind die Spiele dann gut, aber mein Wunsch wäre natürlich, wenn er dann eingewechselt wird, dass man auch mal was dann in der Hand hat, dass er mal auch richtig zählbare Energie uns bringt und da sind wir dran und da bleiben wir ruhig. Niklas ist auch ein Spieler, der
sich jetzt sozusagen in der zweiten Liga durchsetzen möchte. Er hat es in der dritten Liga bewiesen und wir sind jetzt im Schritt, das in der zweiten Liga zu schaffen. Ich bin da sehr optimistisch, dass wir das nach wie vor hinkriegen, auch wenn es tatsächlich so ist, dass er gerade auch weniger spielt. Aber im Training gibt er Gas und das ist die Grundvoraussetzung für alles. Dazu auch direkt das Gegenteil. Tim Oberdorf macht einen tollen Job, oder? Ja, und da müssen wir auch aufpassen, dass wir da auch, das habe ich glaube ich damals gleich nach dem ersten Spiel gesagt, dass wir auch nicht zu viel von ihm erwarten, aber ich sehe es ganz genauso. Er macht das gut, er bringt eine gute Energie rein. Das muss man ja auch sagen, in dem Hannover-Spiel nach 10, 12 Minuten völlig ins Kalte eingeworfen zu werden, da rechnet man ja nicht unbedingt mit der Einwechslung nach 10 Minuten, hat es wirklich sehr souverän und toll gemacht, hat richtig Input ins Spiel gebracht und sehr erfreulich, wie Tim das macht. Aber Tim hat auch ein paar Sachen, die er noch besser machen kann und die müssen wir uns natürlich auch ansehen, dass er dann auch die nächsten Schritte macht. Aber nee, das ist schon sehr erfreulich, was mit Tim gerade passiert. Noch eine Frage? Nein, haben wir nicht. Ja, dann können wir nur sagen, alle Fortunen haben eine tolle Erinnerung an Dresden. Hoffentlich wird die Gegenwart sich da nahtlos einreihen. In diesem Sinne, vielen Dank und noch einen schönen Tag. Bis Sonntag, ciao.